Servus Leute, wie geht's? Schaut euch mit mir Rollen was ich schon alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde Champions of Mordor. Der Kriegstreiberstamm kämpft nun gegen den Banditenstamm. Mal schauen, wer von beiden jetzt hier das Rennen machen wird, um sich in die zweite Runde der Nachrunden, also um die Verliererrunden zu kümmern und die Möglichkeit zu haben, gegen den Schreckensstamm zu kämpfen. So, in der einen Ecke haben wir Krimp, den bezauberten einen Veteranen, gegen Krug Eidbrecher. Mal schauen, wie beide sich schlagen werden. Ja, mal gucken, ne? Hältst dich für stark? Ich bin stärker. Beide haben... Doch, der Berserker hat ein bisschen was an Gefolge dabei. Aber der Krimp, der geht ja schon direkt zur Sache. Und zwar wie? Na, das ist natürlich die Erfahrung. Der tut ja Schläge hier austeilen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Boah, noch ein und der ist jetzt schon im Finisher-Bereich. Das ist ja Wahnsinn. Ob jetzt der... Yo, von seinen eigenen Kameraden ein Speer ins Bein und die Sache hat sich erledigt. Wahnsinn. Krimp, der Bezauberte, hat den ersten Punkt geholt. Wahnsinn. Ab geht's in die nächste Runde. Nochmal die dicken Jungs an die Sache ran. Abaruk, der Gestörte, kämpft nun gegen Urmasi, den Prügelmeister. Mal schauen, wer aus diesem Kampf hier hervorgehen wird. Zwei Veteranen werden nun aufeinandertreffen. Abaruk, der Erfahrenere, auf jeden Fall von beiden. Urmasi hat sich seine Sporen in der großen Schlacht zwischen Mystikern und Kriegstreibern sich verdient. Ja, mal gucken, ob du das gleich mal fühlst. Der Kriegstreiberstamm hat ja jetzt bis jetzt nicht seinen ersten Punkt geholt, aber das kann natürlich schnell wieder vorbei sein, ne? Abaruk, der wesentlich erfahrenere Kämpfer von beiden, hat auch schon guten Schaden ausgeteilt. Urmasi muss jetzt natürlich ein bisschen rankommen. Er hat natürlich den Massevorteil durch seine Kameraden, die er hier dabei hat. Beide haben sich jetzt von den elementaren Angriffen wieder erholt. Mal gucken, wie jetzt, der gute Urmasi hier rangeht. Er lässt ja sehr, sehr viel durch seine Orlogs machen, was ja eigentlich auch nicht verkehrt ist. Es sind ja, ich glaube, der hat sogar Elite-Orlogs dabei und kann sich dadurch ein bisschen eine Atempause gönnen und hält Abaruk gut in Atem und prügelt ihm jetzt ein bisschen die Scheiße aus dem Leib. Das ist gut. Er greift ihn aus dem Rücken aus an. Wenn man seinem Gegner den Rücken zukehrt, dann braucht man nicht zu, blöd zu gucken, wenn er einem auch da reinschlägt, ne? Da gibt es noch einen richtig auf dem Hosenboden. Einen hat jetzt Abaruk besiegt. Und, aber ob das langt, man weiß es nicht, da kommt noch ein vernichtender Schlag hinterher, Abaruk hat immer noch was auf dem Kasten drauf und lässt ein bisschen Mundgeruch raus, aber Urmasi lässt sich davon nicht beirren und schlägt nochmal richtig zu. Beide, das ist ein sehr ausgeglichener Kampf, sehr, sehr ausgeglichen, auch wenn er mehr in dem Vorteil von Abaruk steht. Und Urmasi ist gefallen gegen Abaruk, den Gestörten. Hierbei hat wirklich seine Erfahrung wirklich viel ausgemacht, muss man echt sagen, und auch seine Dominanz im Kampf. Dritte Runde bricht an, der Ausgleich ist schon in der zweiten Runde geschehen. Sog Berserkermeister tritt nun auf Krosch, das Balk. Mal schauen, wer von beiden jetzt hier aus diesem Match hervorgehen wird und damit sich die Führung für seine Truppe sichern wird. Sog ist auf jeden Fall in diesem Kampf auf jeden Fall der erfahrenere von beiden, hat auch in sehr vielen anderen Kämpfen mitgemischt. Beide fangen jetzt auch schon gut an, gehen gut an die Sache ran, aber Sog nutzt, ja gut, im Mundgeruch bringt nichts dahin, wenn die Nase in die andere Richtung zeigt, ne? Und jetzt guter Einsatz von den Wurfäxten auf jeden Fall. Der gute Grosch muss jetzt ein bisschen was zeigen. Er hat jetzt natürlich noch ein bisschen den Vorteil seiner Truppe noch dabei, aber ob das langen wird gegen diesen Berserker hier, das muss man schauen, ne? Natürlich ist der Schild sehr, sehr gut geeignet gegen diese Uruks, die mit zwei Waffen kämpfen. Das muss man an der Stelle mal sagen. Früher hießen die ja Wilde, ja. Oh, aber ein Schlag von Sog und da wächst kein Gras mehr. Und damit sichert er sich den, sichert er seiner Mannschaft halt den Punkt. Ne? Weiter geht's. Nun steht der Banditenstamm im Nachholbedarf. Er hat jetzt einen Punkt. Er steht in einem Punkt zurück gegen den Kriegstreiberstamm. Ein Punkt ist noch gar nichts, das muss man an der Stelle mal sagen. Aber natürlich kann das jetzt schon einen Unterschied machen, wie es am Ende ausgehen wird.
Wir sind jetzt im vierten Match, ja. Also es kann jetzt schon ein bisschen prekär werden. Also da sollte jetzt auf jeden Fall mal ein Punkt drin sein eigentlich. Azkrom der Grobe gegen Ogbur Trümmerschild. Azkrom der wesentlich erfahrenere Kämpfer. Wesentlich erfahrener als dieser Turmverschnitt hier. Und da gibt es direkt ein paar Schläge hinterher. Und Azkrom ist auch schon aggressiv. Der große Vorteil, den natürlich Ogbur Trümmerschild hier dabei hat, ist natürlich sein Schild. Ne? Das sei mal an der Stelle gesagt, auch wenn ich mir nicht unbedingt vorstellen kann, dass ein Trümmerschild viel aushält. Aber was soll's. Gut, Azkrom ist jetzt ziemlich aggressiv. Er ist jetzt gerade gut, hat jetzt gerade gute Laune. Oh, aber da gibt es einen Tritt in die Fratz und in den Brustkorb. Uiuiuiui. Aber Azkrom, der geht drauf, der Heimat drauf. Und er hat jetzt auch schon den Schild beiseite geschlagen. Aber die Truppe von Ogbur Trümmerschild macht hier einen Wahnsinnsjob. Und verhilft hier Ogbur gegen den erfahreneren Kämpfer Azkrom einen Vorteil sich zu erkämpfen. Azkrom hat natürlich seine Armbrustschützen dabei, die dem jetzt hier auch ein bisschen den Rückendeckung geben. Und zwar eine gute Rückendeckung. Oh, aber da hat er ein paar richtige Schläge kassieren müssen gegen den guten Ogbur Trümmerschild. Und wie gesagt, Ogbur Trümmerschild kämpft hier gegen einen keinen schlechten Gegner. Und das sieht man, wie er jetzt auf ihn drauf einschlägt. Und damit holt Azkrom der Grobe den nächsten Punkt für die Kriegstreiber. Langsam wird es ganz schön eng für die guten Banditen. Der Kühne gegen Abaruk Espenlaub. Beide müssen jetzt ein bisschen mal was zeigen, was sie auf dem Kasten haben, ne? Die beiden Rookies hier. Ich komme für dich. Sei bereit. Wirklich witzig. Aber ich habe gerade keine Zeit zum Lachen. Mal schauen, wie die jetzt hier mal auf die Kacke hauen. Da bin ich jetzt erstmal gestanden. Dicke Panzer sind sie ja alle beide, ne? Abaruk durch seine Klasse als Brecher hat er hier vielleicht einen guten Vorteil gegen Astamo, den Kühnen, der aber, wie mir scheint, ein bisschen mehr auf ein bisschen mehr drauf schlägt. Aber gut, Abaruk kommt jetzt zurück und haut nochmal ein paar gute Schläge raus. Aber er hat jetzt schon fast die Hälfte seines Lebens verloren. Er müsste natürlich jetzt ein bisschen mal nachziehen, ne? Aber den machen die Arme. Jetzt versucht er epische Entschlossenheit. Geht's durch? Es geht durch! Sehr gut! Das kann schon ein Game Changer sein. Und dem machen wirklich die Armbrüste, machen dem ja gar nichts. Also ja gut, der ist ja auch fett gepanzert. Das sind ja auch nicht mehr wie Schnackenstiche für den Kerl. Aber er ist viel zu langsam. Er ist viel zu langsam gegen Astamo den Kühnen, der hier sehr dominant kämpft. Da kommt nochmal die epische Entschlossenheit. Das können wir den ganzen Tag machen. Diesmal war das ein wohlgezielter Schlag und der hat auch gesessen. Und da gibt es direkt den nächsten hinterher. Also für Abaruk sieht es hier mehr als schlecht aus. Und das war der vernichtende Schlag. Und damit kann auch der Banditenstamm gar keinen Ausgleich mehr erzielen. Ja, der Banditenstamm kann keinen Ausgleich mehr erzielen. Jetzt geht es halt wieder mal nur um die Ehre. Bleibt trotzdem dran. Weil da kämpfen jetzt die Häuptlinge gegeneinander. Dass keine Aussagekraft mehr eigentlich hat, außer dass es um die Ehre des Banditenstammes geht. Flak der Plünderer tritt nun gegen Tuhorn Steinhaut an. Er hat einen kleinen Vorteil, dadurch, dass er eine Benommenheit bei Tuhorn auslösen kann, da Tuhorn sich vor Karagor fürchtet. Aber mal schauen, ob die überhaupt zum Tragen kommt. Tuhorn hat natürlich den Vorteil, dass er natürlich drei epische Eigenschaften hat. Schiss vor Karagor sieht anders aus, ne? Sei mal an der Stelle gesagt. Also der hat ja wirklich keinen Schiss vor denen. Der schmeißt dem Vieh putzmunter weiterhin. Jetzt muss er ein bisschen kotzen. Der hat dem putzmunter hier ein paar Äxte gegen die Fratz geschmissen. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert, dass da ein Karagor ist. Flak fängt jetzt an, seine akrobatischen Meisterleistungen hier auszuführen und versetzt den ersten richtigen Schlag. Tuhorn ist gut ausgewichen, muss jetzt aber auch mal hinterher setzen. Boah, Flak geht hinterher und zeigt, warum er in der Rangliste gestanden hat. Der Typ ist ein Akrobat, also das muss man an der Stelle mal sagen. Ein Athlet sondersgleichen. Tuhorn, der erfahrenere Kämpfer hier, muss ganz schön beißen gegen den Kerl hier. Hat aber seine beiden schweren Jungs dabei.
die dem hier ganz schön gute Rückendeckung geben. Man muss ganz ehrlich sagen, ohne die sähe der Kampf vielleicht sogar schon ein bisschen anders aus. Und da gibt es nochmal einen sehr gut gezielten Schlag in die Magengrube rein. Oh, ob das Tuhorn Steinhaut, der schon so lange dabei ist, jetzt hier schaffen kann. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Er muss jetzt jedenfalls ein bisschen kotzen. Und da gibt es noch einen hinterher. Ob er das jetzt schafft? Nein, es gibt noch einen Finisher. Und Flak sichert sich trotzdem noch die Ehre des Banditenstammes und reißt dem armen Tuhorn Steinhaut nach all den Jahren den Kopf ab. Eine Legende ist gefallen in Form von Tuhorn Steinhaut gegen Flak, den Plünderer. Einem der letzten beiden Überlebenden des Banditenstammes. Leider hat sein Team es nicht geschafft. Am Ende hat er nochmal eine super Leistung abgeliefert. Trotzdem hat am Ende die Erfahrung des Kriegstreiberstammes schon den Unterschied gemacht, muss man an der Stelle sagen. Und ja, Ende im Gelände, der Kriegstreiberstamm ist weiter. Meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst Like, Bewertung, Abo da. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, macht's gut.